Hallo Leute, also ich habe heute meine vierte Fahrstunde und die letzten paar Fahrstunden wurden eigentlich immer besser. Also ich merke, dass es viel einfacher wird zu fahren. Ich bin gestern auch das erste Mal Schaltung gefahren. Es war stressiger als erwartet, also ich dachte irgendwie, es ist ein bisschen einfacher, aber ich habe es ganz gut hingekriegt, deswegen das wird schon. Und jetzt fahre ich heute nochmal und ich bin gespannt, wie es wird, aber ich bin optimistisch, dass es funktioniert. Haben. Also rechts 1,50 Meter Abstand zum Rollerfahrer haben. Ne? Das sind 1,5 Türen, ne, zum Fahrrad. Schaust links ins Spiegel, fährst möglichst nah an die Linie. Immer genug Abstand zum Vorbeifahren. Blinken, wir wollen jetzt überholen. Schulterblick machen. Schauen, der wartet auf uns. Gleich wieder rechts blinken. Rechts Schulterblick machen. Zeit an der Ampel nutzen, ne? Mit Spiegelbeobachtung links und rechts, schauen, ob da Fahrzeuge durchkommen zwischendrin, der Radfahrer wieder aufholt und dann losfahren, dass man dann nicht parallel nebeneinander herfährt mit wenig Abstand. Wollen wir dann der Vorfahrtsstraße folgen und blinken. Blinkst schon an der ersten Ampel, ist ein bisschen zu früh. Ruhig auch da Schulterblick machen, schauen, ob Radfahrer vielleicht von rechts kommen. Ne? Wir uns schon unserem Zielort, da wo auch hin und wieder eine Prüfung stattfindet, in Schoppershof. Da wollen wir dann ein bisschen das Abbiegen üben. Thank you.
Radweg, wo wir vorhin den Abstand eingehalten haben. Den wollen wir dann beim Abbiegen nachher überqueren. Dann wollen wir die nächste Straße rechts abbiegen. Schaust mal, ob du die findest. Das ist eine kleine Straße, die sieht man nicht sofort. Vorfahrtsstraßenschild bemerkt man sie dann. Schön in den Außenspiegel schauen. Schulterblicken, ein bisschen bremsen. Fußgänger beachten. Nochmal Schulterblick machen. Dann schon reinkommen in die Straße. Schön lenken, schön eng fahren. Vorne nach links abbiegen. So, darauf habe ich jetzt gewartet. Wir stehen jetzt falsch. Wenn man jetzt hier das rechts vor links hat und von rechts kommt jetzt jemand, dann stehst du im Weg, da könnt ihr jetzt also nicht in diese Straße reinfahren. Ne? Also? Müsstest du nach rechts ausweichen und dann nach links abbiegen. Müssen wir jetzt aber weiterfahren, weil hinter uns kommt jemand. Ich zeig dir das nachher gleich nochmal anhand einer Skizze. Wollen wir dann rechts abbiegen? Schon gut ist schauen. Haben wir das blaue Verkehrszeichen. Im verkehrsberuhigten Bereich, da fahren wir bloß noch 4 bis 7 km/h Schrittgeschwindigkeit. Schön Schulterblick machen und eng fahren, das beim Rechtsabbiegen immer eine enge Kurve fahren. Und dann mal kurz hier rechts halten. Rechts blinken. Da können wir direkt laufen lassen. Ich will bloß dir kurz das nochmal zeigen. Hier sind wir also die kleine Straße gekommen. Rechts und links parken Autos. Und du bist in der Mitte geblieben und wolltest dann links abbiegen. Wenn jetzt von rechts sich ein Auto nähert, musst du also die Möglichkeit haben, hier reinzufahren und du um ihn herum abzubiegen. Okay. Das heißt also, wenn wir enge, kleine Straßen haben, wollen wir immer am Ende vor die parkenden Autos nach rechts rausfahren, das rechts vor links einschauen und dann abzubiegen. Okay. Verkehr von hinten kommt. Und gleich nach rechts weiterfahren. Auch hier schön nach rechts einordnen, bevor wir dann abbiegen. Das Ende des verkehrsberuhigten Bereichs bemerkt? Ja. Okay. Bremse legen, bremsbereit sein. Schau mal ein bisschen auf die Fußgänger, was die machen. Ne? Schulterblick machen. Dann wollen wir nach links abbiegen. Bleibst noch mal kurz stehen. Manuel grinst schon. Links einordnen. Wo muss man sich hier einordnen? So, weil es eine Einbahnstraße ist. Dann links. Woran erkennst du die Einbahnstraße? Da vorne.
ein Schild. Einmal das Schild, zweiter Hinweis. Jetzt die parkenden Autos auf der linken Seite, die stehen in die gleiche Fahrtrichtung wie du. Die stehen nicht andersrum. Und am Ende haben wir zwei graue Schilder, die wir von hinten sehen. Was sind das für Verkehrszeichen? Dass man nicht reinfahren darf. Verbot der Einfahrt, ne? Schulterblick, gehen auf die linke Seite. Einen Fuß auf die Bremse legen, links und rechts schauen. Und dann Schulterblick machen. Richtung folgen nach rechts. Mal aufpassen, da steht der LKW in der Kurve, dass wir da schön vorsichtig dran vorbeikommen. Links blinken, links absichern, nach links Schulterblick machen. Dann fahren wir gleich nochmal die Runde nach rechts weiter. Rechts Schulterblick. Beim Rechtsabbiegen so weit rechts wie möglich einordnen. Dann können wir hier im Spiegel schauen, ein bisschen näher an den Bordstein ranrutschen. Gleichzeitig links Abstand zu dem Fahrradweg. Ne? Der Fußgänger entgegen. Bis zu der gestrichelten Linie. Wir warten da auf den Fußgänger. Du darfst schon mal Spiegel beobachten. Von hinten kann er kommen. Schulterblick machen. Und dann können wir schon wieder die Fahrt fortsetzen. An der Ampel rechts abbiegen. Schöner der Bogen. Jetzt aber wieder Abstand zu den parkenden Autos. Und dann nähern wir uns dem verkehrsberuhigten Bereich von der anderen Seite. Wir fahren nach links weiter. Kommen wieder rechts vor links. Schön schauen. Und in dem gesamten Bereich haben die Fußgänger Vorrang. Jetzt mal so schön durchlassen. Nach links. Ein bisschen weiter rechts einordnen, dass wir nicht so viel Straßenraum einnehmen. Fahren wir jetzt in der Bismarckstraße. Wer das später mal auf Google nachgucken möchte, sind wir jetzt in der Bismarckstraße in Schoppershof. Da haben wir hier eine gesperrte Straße mit Engstelle. Das heißt, wir müssen also links weiterfahren.
ab und nach links blinken. Dann tut sich eine Parklücke auf, da wollen wir direkt mal rückwärts einparken, bei dem Mini anhalten, rechts blinken, Spiegel neben Spiegel hinstellen. Wir haben das Einparken schon mal gemacht, ne? Ja. Dann probierst du es doch mal direkt selber. Rechts lenken jetzt. Und dann machen wir einen 45 Grad Winkel. Da schauen wir aber, ob der vielleicht noch vorher durchfahren möchte. Das nochmal blinken rechts. Schaust vorne und hinten, dass keiner kommt. Dann fahren wir los. Fehlt noch zu den 45. Das Rücklicht sollte ungefähr in der Mitte von dem vorderen Fenster jetzt sein. Dann fahren wir weiter und während du rollst, lenkst du nach links. Alles im Rückwärtsgang. Du kannst auch die technischen Hilfseinrichtungen hier nutzen. Haben wir diesen roten Balken. Der sollte also nicht auf den Bordstein hochlaufen. Du musst jetzt also ganz nach links einlenken, dass wir da schön vom Bordstein wegbleiben. Ein kleines Stück noch, bis der Bordstein parallel zum Auto sich befindet. Ich kann jetzt mal kurz hier die Kamera nehmen und meinen Spiegel zeigen. Der Bordstein ist jetzt also schön parallel zum Auto. Und dann kann man die Reifen schön gerade machen, wie du das hier in dem Bild gemacht hast, und dann vorwärts fahren. Und schön die Lenkung auch gerade lassen. Wenn du perfekt stehst, brauchst du nicht mehr korrigieren. Nur mal die Parkposition einnehmen mit dem Schalter. Die Handbremse ziehen, die haben wir hier unten versteckt. Die rote Kontrollleuchte dazu und dann tun wir den Motor kurz abstellen. So, das sah doch schon ganz gut aus. Was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist die Verkehrsbeobachtung, dass du vorne hinten absicherst, dass kein Auto kommt und dass du, bevor du rückwärts fährst, noch einmal in der Mitte nach hinten rausschaust, dass hinter uns also keiner irgendwo sich nähern könnte. Ja. Wenn du das einmal gemacht hast, darfst du dann auch über die Kamera fahren. Am besten ist aber so ein Wechselblick, dass du einmal hinten schaust, einmal über die Kamera schaust und hin und wieder auch die Spiegel dann benutzt. Okay. Okay, dann fahren wir schon wieder weiter. Kann man jetzt hier mal demonstrieren. Der Motor ist jetzt nicht angegangen, weil wir hier auf Drive noch gestellt haben. Ja? Meine Tochter ist das neulich auch passiert. Die hat er auf N gestellt. Auch da kann man also den Motor sogar starten. Aber sie wollte jetzt im N losfahren. Und es ist hier nicht geglückt, weil die Losfahrposition ist auf D. Und Startposition sollte eigentlich auf P sein. Spiegel nochmal schauen. Dann nach links einlenken. Genau, geradeaus haben wir also die Verbot der Einfahrtsschilder. Rechts haben wir Sackgassenschild. Dann darfst du selbstständig abbiegen, bevor der Gegenverkehr sich nähert am besten. Das wäre dann auch in einer Prüfungssituation selbstständig zu machen. In dem Moment sagt dann der Sachverständige nichts.
fahren dann nach rechts weiter. Mal ungefähr auf 10 reduzieren, wenn das so unübersichtlich wird. Das Auto weiterrollen lassen, rechts Schulterblick machen, Fußgänger überprüfen. Dann langsam weiter. Schön auf der rechten Seite bleibend in die Straße reinfahren. So, wir nehmen das Gas weg, bleiben schön rechts. Hier kannst du auch ganz gut den Spiegel benutzen, um den Abstand nochmal zu prüfen. Ne? So, immer ein bisschen bremsen, jetzt wird es zu eng. Am besten bleibst du stehen, der andere kann durchfahren. Wenn beide fahren und es passiert was, sind auch beide am Unfall mit Schuld sozusagen. So, schaust schön erst links, dann rechts und schön weiterrollen. Darf ich dich nicht fahren lassen, wenn jemand kommt? Noch enger, das ist jetzt ein bisschen schwer zum Einschätzen. Ne? Kommen wir da durch oder nicht? Was meinst du? Ja. Fahren wir ganz langsam durch. Schaust rechts. Komm, rechts kannst du noch ein bisschen näher an die Autos ranfahren. Und dann schaut es doch ganz gut aus. Also immer schön gerade durch die engen Stellen durch. Schräg kann man schlecht einschätzen. Die Fahrtrichtung ist wieder vorgegeben. Hier sage ich dir also in Zukunft nichts, musst du dann selber bemerken. Der ersten Ampel, an der zweiten Ampel wollen wir links abbiegen. Dazu ist erforderlich, die Spur zu wechseln. Steht momentan ein Auto neben uns. Das heißt also, wenn wir dann losfahren können, Spiegelbeobachtung, Blinker, Schulterblick, wie du das schon ganz gut machst. Ja, aber jetzt nicht aus der Standposition, erstmal fahren über die Kreuzung. Dann blinken, wenn die Lücke ausreichend ist, Schulterblick machen. So die letzte Absicherung, der Schulterblick. Du tust dich erst über die Spiegel orientieren. Und wenn du die Lücke gefunden hast, den Schulterblick machen. Dann tun wir weiter blinken. Wir haben jetzt den Abbiegepfeil in der Ampel. Hast du ihn drauf? Das heißt also, ich nenne den auch Komfortpfeil. Wenn wir den Pfeil haben, können wir abbiegen. Straßenbahn fährt nicht, Gegenverkehr fährt nicht, keine Fußgänger. Wir können also zügig abbiegen. Trotzdem machen wir den Schulterblick. Und dann wollen wir gleich die nächste Straße wieder links abbiegen. Super erkannt, die Einbahnstraße. Lassen wir den Radfahrer noch durch, der darf eigentlich gar nicht hier reinfahren. Gegenüber haben wir auch das Verkehrszeichen. Achtung Gegenverkehr. Erinnert uns auch nochmal daran, dass wir uns in der Einbahnstraße befinden. Und den Abbiegebogen nach links ein bisschen größer machen. Ne? Bremsbereit sein, ein Fuß auf die Bremse.
schaust immer beide Seiten, links und rechts. Hm? Auch wenn das eine Einbahnstraße ist, könnte ein Fahrradfahrer von links auf dem Gehweg runterfahren. Und dann starten wir durch. Schon gut beobachten, dass da keiner kommt. So, geht's weiter? Links. Mhm. Also, vorsichtig, da sind Fußgänger unterwegs. Die Sackgasse musst du selber bemerken und selbst darauf reagieren. Die Einbahnstraße. Wenn du aber nach links rüber fährst, wäre so ein kleiner Schulterblick noch gut nach links, dass keiner im Bodenwinkel ist. Ne? Hier brauchen wir nicht anzuhalten an der Haltelinie, das ist nur wenn die Feuerwehr fährt. Links Schulterblick nochmal, Gehweg absichern. Und Blinker nach rechts auch einsetzen. Rechts abbiegen, bremsen, aufpassen auf die Abstände, das Auto schon nach rechts bewegen. Dann parken wir hier doch gleich nochmal ein, Spiegel an Spiegel stehen bleiben, parallel aufstellen. Bisschen langsamer und dafür diesmal ohne stehen bleiben in einem Zug reinzufahren. Ne? Ganz langsam fahren, noch langsamer und schon lenken. Noch langsamer, vorne hinten absichern. Ja, immer noch nicht ganz den 45 Grad Winkel, noch ein bisschen. Ein bisschen langsamer. Es wird sehr eng. Jetzt näherst du dich dem Bordstein. Ne? Je näher du den Bordstein kommst, desto vorsichtiger. Ganz nach links lenken. Und ab und zu der Blick nach hinten, auch wenn da jetzt der Kameramann sitzt. Bordstein sieht man wieder schön parallel, dann können wir nach vorne aufrutschen. Jawohl, wird immer besser. Dann fahren wir wieder ein kleines Stück zurück. Zum Rausfahren. Und kurzer Schulterblick in den toten Winkel.
fahren jetzt in die äußere Sulzbacher Straße. Eine interessante Straße, die äußere Sulzbacher Straße. Da fehlt nämlich teilweise die Fahrbahnmarkierung. Wir haben trotzdem zwei Fahrstreifen. Das macht manchmal ein bisschen Probleme dem Fahrschüler. Das heißt also, da muss man dann trotzdem ordentlichen Spurwechsel machen. Wenn plötzlich parkende Fahrzeuge auftauchen, den Fahrzeugen ausweichen mit Spiegelbeobachtung, Blinker und Schulterblick. Seitenabstand gut haben. Ein bisschen etwas schneller fahren mit den anderen Autos, mitfahren, im Verkehrsstrom mitschwimmen. Die Situation, dass die Fahrbahnmarkierung fehlt, hat auch ein bisschen rechtliche Konsequenzen, die können wir dann später nochmal besprechen. Schau, dass der Seitenabstand passt, trotzdem musst du rechts in deinem Fahrstreifen bleiben. Da vorne parken dann Autos, das heißt, hier muss man einen ordentlichen Spurwechsel machen, Spiegel beobachten, blinken, Schulterblick machen, dann darfst du erst drüber fahren. Wer einfach so rüberfährt, der gefährdet andere, der hat in der Prüfung keinen Erfolg. Dann wollen wir da vorne links abbiegen. Spiegel beobachten, blinken. Abbiegen, kennst du ja schon, dürfen wir dann in die Mitte der Kreuzung fahren. Hier ist so ein bisschen ganz klein und eng die Kreuzung. Wir fahren dann zumindest so weit vor, dass die Ampel hinter uns liegt. Ja? Also dann, oft muss man so lange warten, dass die Ampel wieder schaltet, dass man dann wenigstens ein Auto hier links abbiegen kann. Das ist die Kreuzung äußere Sulzbacher Straße, Bismarckstraße, die wird also auch ganz gern gefahren. Fahren wir so weit vor über die Haltelinie, du lenkst schon ein bisschen nach links ein, nicht zu weit vorfahren, sonst kommst du nämlich schon vorbei an der Straße. Und wenn die Lücke ausreichend groß ist, darfst du schon abbiegen. Ein bisschen beeilen, sonst kommt der Gegenverkehr. Bemerkt, hier ist das erste rechts vor links in der 30er-Zone versteckt. Das wird häufig übersehen in der Prüfung. Die Straße ist eng, hier kommt auch schon eine andere Fahrschule entgegen. Machen wir schön langsam, bremsen ein bisschen, schaust links, rechts in den Spiegel, ob wir da ordentlich durchkommen. Dann helfe ich ein bisschen mit. Da also
Wenn du unsicher bist, einfach stehen bleiben. Gas wegnehmen. Nochmal Spiegel beobachten und nicht diese Impuls nach rechts, weil der lässt sich immer näher an die Autos ranfahren. Schön gerade halten, Spiegel beobachten. Wenn du denkst, das reicht nicht, bleibst du stehen. Gas wegnehmen, ein bisschen bremsen. Bisschen eklig, ne? Die Straße. So, wir nehmen die Steinplatte noch mit, fahren wir nach rechts. Rechts Schulterblick. Leicht Gas hier bergauf. Da ist mir leider auch schon hin und wieder ein Fahrschüler in der Prüfung gerade ausgefahren. Das funktioniert natürlich nicht so gut mit dem Verbot der Einfahrt. Bordstein geht um die Ecke, sein rechts vor links, legen wir den Fuß auf die Bremse. Linke nach links, Schulterblick machen, so ein Spurwechsel. Und dann wollen wir nach links abbiegen. Nina ist zum Einbahnstraßenprofi geworden. Vorfahrtstraße, fahren 50. Bleibst du mal schön rechts in der Linie. Fahrt nämlich hier unten zweispurig. 30er Schilder ganz groß vor dem Zeichen, wird es schon 30 fahren. Ein bisschen besser machen wie der, wir bleiben ein bisschen weiter rechts. Letzte Aufgabe für heute hier, das Stoppschild. Fahren wir nach links. Lassen wir die alte Dame noch durch. Dann wollen wir für 2 Sekunden an der Haltelinie halten. Wir fahren so weit vor, bis wir die Linie nicht mehr sehen. Dann bleiben wir stehen.
Fahrrad. Bahnhof. Da fahren wir dann wieder Richtung Fahrschule zurück. Okay, also ich hatte jetzt meine 6. und 7. Fahrstunde. Ich bin heute eine Prüfungsstrecke gefahren. Das war ganz schön schwierig. Ich musste mich ganz schön konzentrieren, weil viele Schilder oder rechts vor links Straßen ganz schön versteckt waren. Aber ich habe es hinbekommen. Einbahnstraßen bin ich auch gefahren und ich glaube, das habe ich dann zum Ende ganz gut gemacht, so wo man sich einordnen muss, wenn man links abbiegt oder rechts abbiegt. Und ja, ich glaube, es war ganz in Ordnung. Aber ich fand es schon schwierig, die Prüfungsstrecke.